Bauernhotel sehen. Alles, was alt ist, älter als 2 bis 3 Jahre, wird rausgeschnitten. Alle vertrockneten Triebe werden entfernt. Alle beschädigte und querwachsende Triebe werden genauso rausgeschnitten. Und wir versuchen hier immer diese Triebe, die in dem Jahr nicht blühen, die einjährige Triebe, zu erhalten. Dann haben wir idealen Mix. Wir haben an den Trieben in dem kommenden Jahr große, schöne Blumen. Die Triebe, die von unten wachsen, blühen eventuell auch. Die Triebe, die dann im Spätsommer nachwachsen und nicht schaffen, Blumenknospen zu bilden, heben wir wieder fürs nächste Jahr auf und schonen die. Wir schneiden die nicht raus. Triebe, die nicht geblüht haben, bleiben an dem Strauch dran fürs nächste Jahr. Bei den Rispenhortensien bauen wir ein Gerüst auf. Rispenhortensien blühen an den Trieben, die in diesem Jahr wachsen. Bei den Rispenhortensien, Triebe, die keine Blumenknospen gebildet haben, können wir entfernen. Das nennt sich Ausgeizen. Wenn wir merken, dass unser Strauch anfängt, Blumenknospen anzulegen, nehmen wir immer raus beim Auslichten Triebe, die innen reinwachsen, die quer wachsen und die ohne Blumenknospen dastehen. Weil im nächsten Frühjahr schneiden wir die ganze Pracht runter. Zwar ziemlich weit zurück. Und das, was dann neu getrieben wird, das gibt uns wieder die Blumen. Bauernhortensien, wir erhalten die nicht blühenden Triebe. Rispenhortensien geizen wir die im Laufe der Saison sogar raus und brauchen wir die gar nicht. Das ist bei uns nur eine Kraftverschwendung und enorme Kraftaufwand für den Strauch. Bei den Ballhortensien ist es noch einfacher. Ballhortensien schneiden wir von unten ca. 30 cm über dem Boden ab. Wir rechnen ca. 5 bis 6 Knospenpaare von unten und schneiden ab. Wir haben dann einen Igelchen, wie mit einem Rasenmäher. Wiederum alte, vertrocknete, querstehende, dünne Triebe schneiden wir raus und lassen diesen Igelchen, der ca. 40 cm vom Boden, 50 cm maximal vom Boden steht, übrig. Das, was dann treibt, das gibt uns wieder schöne, tolle Blumenköpfe. Und bei allen Arten, sowohl Ballhortensien als auch Rispenhortensien, Bauernhortensien, dazu gehören auch noch die Tellerhortensien, gilt immer die gleiche Regel. Je weniger Triebe wir lassen, umso stabilere, stärkere Triebe wir haben und umso größere und tolle Blumenköpfe. Das ist jedem selbst überlassen, wie möchte er seinen Strauch haben. Ich spreche immer von mir, von meinen Erfahrungen, von meinem Geschmack. Manche mögen diesen ganzen Strauch haben, so dass der auseinanderfällt und absolut natürlich aussieht. Manche mögen eher strammen, schlanken, schönen Strauch haben, der richtig tolle große Köpfe hat. Jedem das seine. Bei Rispenhortensien, manche mögen einen Busch haben, so wie der hier. Einen Busch. Und manche mögen eher ein Gerüst. Da baue ich mir gerade ein Gerüst auf.
oder sogar einen Stamm. Es gibt eine Möglichkeit, eine Bauernhortensie auf dem Stamm zu ziehen, finde ich aber, ich persönlich, furchtbar, wenn ich ehrlich sein soll. Der Stamm an sich ist nicht schön. Für meinen Geschmack ist es nichts. Jeder macht es aber, wie er möchte. Abonniert mich, drückt die Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.